Heute ersetzen wir den Steuersatz an unserem Fahrrad gegen einen Acros-Block-Lock-Steuersatz mit einer Lenkeinschlagsbegrenzung. Viel Spaß dabei! So, und dann geht es auch schon los. Wir haben hier den Steuersatz. Das sind die Lager hier oben und hier unten. Da befindet sich jeweils ein Kugellager hinter. Dieser Steuersatz, der hier drin ist, macht Knackgeräusche. Wir haben ihn schon mehrmals nachgefettet. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass die Lager verschlissen sind. Und wir haben jetzt hier einen Steuersatz ohne Lenkeinschlagsbegrenzung. Ich kann den Lenker beliebig weit einschlagen. Und wir werden jetzt diesen Originalsteuersatz austauschen, und zwar gegen einen Acros-Steuersatz mit einer Lenkeinschlagsbegrenzung. Der Lenkeinschlag beträgt dann nachher 135 Grad. Ja, wir haben hier unten ein Lager der Größe, eine Lagerschale der Größe 1,5 Zoll und hier oben haben wir ein Achtel Zoll, das heißt, unten ist das Lager größer, oben kleiner. Ihr seht, das Fahrrad ist von Stevens. Auf der Stevens Webseite sind die Steuersatzdaten perfekt gelistet. Dementsprechend haben wir uns einen neuen besorgt von Acros, ja, mit einem Lenkeinschlag, und wir hoffen, dass das alles reibungslos funktioniert. Ja, als erstes müssen wir natürlich hier die ganze Gabel rausnehmen. Hier oben ist unsere Headkappe, die wird abgeschraubt und dann werden hier diese beiden Klemmschrauben am Vorbau gelöst und dann wird die Gabel rausgenommen. Man sieht hier schon, wir haben hier eine Busch & Müller Eco XM Lampe mit Fernlicht und zusätzlich haben wir noch ein Busch & Müller Leval. Wir müssen das komplett entkabeln, also auseinandernehmen, weil das Kabel unter der Gabel auf der linken Seite in den Rahmen führt. Da sieht man das Kabel. Wir haben auch noch ein Fernlichtkabel, das muss hier auch getrennt werden. Das geht hier durch, beziehungsweise nicht getrennt, sondern abgebaut werden, dass man die Lampe als eine Einheit abnehmen kann. Man kann das Fernlichtkabel leider nicht unten abstecken. Der Bremshebel hier oben muss noch abgenommen werden. Da muss der Bremshebel abgenommen werden, weil wir haben hier eine hydraulische Scheibenbremse. Da ist das alles ein bisschen schwieriger. Und so müssen wir den Bremssattel mit viel Glück nicht nochmal ausrichten. Und die Bremse hängt nicht am Lenker rum. Hier haben wir noch einen Spiegel, der ist defekt. Den werden wir heute auch austauschen. Da ist das Glas gesprungen. Der Griff muss auch abgenommen werden, dass wir den Bremshebel runterschieben können. Ja, hier dieser Kabelkanal muss geöffnet werden. Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. So, hier wird jetzt der Griff von Ergon demontiert. Dafür braucht man einen 5 mm Inbusschlüssel. So, wir nehmen jetzt hier den Vorbau bzw. den Lenker ab. Dazu müssen wir als erstes die Klemmschrauben lösen. Die Klemmschrauben des Vorbaus, die müssen jetzt hier gelöst werden. Die sorgen dafür, dass der Lenker gerade bleibt und man die Kontrolle nicht verliert. Das sind zwei Schrauben, das ist je nach Vorbau unterschiedlich. Ganz wichtig ist, wir haben hier einen Ahead-Vorbau, das ist ein etwas höherwertigeres System. So, dass die Schraube hier oben ist. Wenn ihr hier oben keine Schraube habt, dann ist das bei euch anders. Dann sind hier zwei Muttern, die dann die Spannung auf die Gabel einstellen. Hier wird die Spannung der Gabel über die Schraube hier oben eingestellt. Denn in die Gabel, in das Gabelrohr, ist so eine Kralle eingeschlagen. Und ja, werdet ihr gleich alles sehen. So, jetzt müssen wir hier oben noch die Schraube lösen. Das Hinterrad steht auf einem Stuhl, sodass das Fahrrad nach vorne runtergedrückt wird. Und es besteht keine Gefahr, dass die Gabel rausfallen würde, sonst wäre sie jetzt auch schon weg. So, Schraube raus. Kappe raus. So sieht das Ganze dann aus. Und hier drin ist, wie gesagt, eine Kralle eingeschlagen mit einem Gewinde. Wird man gleich sehen. So, den Bremshebel lege ich schon mal zur Seite. Und dann wird der Lenker abgenommen. Wir haben hier so zwei Stühle stehen, dass wir den Lenker darauf abstützen können. Muss ich jetzt mal gucken, wie wir das hier am besten machen. So, wir sind jetzt so ein paar Spacer drauf. Da müssen wir gucken, ob wir nachher auskommen. Sonst haben wir auch noch Ersatzspacer da. Also damit wird die Höhe verstellt. Wir sind hier in einer bestimmten Reihenfolge, die merken wir uns mal.
So. Und dann kommt hier so eine Überwurfkappe. Ja, man sieht alles schön eingefettet. Und dann ist hier so eine Kunststoffscheibe. Kommt auch raus. So, und hier ist jetzt ein Kunststoffring und darunter sitzt das Kugellager. So, da sind wir schon wieder. Man sieht, hier sind auch so leichte Schleifspuren von was auch immer. Und jetzt mache ich das erstmal ein bisschen sauber. Und dann versuchen wir jetzt hier den Ring abzunehmen. Wie gesagt, vorsichtig, man zerkratzt hier, wenn dann, nicht den Rahmen, sondern hier ist ja eine Lagerschale in den Rahmen gepresst, die wir nachher auch rausholen müssen. So, hier ist erstmal so ein kleinerer Ring, ich meine so ein dünnerer Ring. Und dann ist hier noch ein größerer Ring. Und dann sieht man hier die Kugeln, hoffe ich. Man sieht jetzt hier schon die Kugeln, als es wären andere Lager reinkommen, die dann geschlossen sind, dass die Kugeln nicht so offen sind wie jetzt. Also dass es wirklich ein gedichtetes Lager ist und nicht einfach so mit so Kunststoffringen abgedichtet ist. Dann sollte das auch länger halten. So, dann versuche ich mal das Lager hier hochzuholen. Da haben wir es. Einfach ein Standard-Kugellager. Drin machen wir noch mal ein bisschen sauber. Und dann sind wir oben schon fertig. Hier ist jetzt nichts mehr. Dann gilt es, das Ganze rauszunehmen. Die Gabel rausgenommen, hinten den Stuhl vom Hinterrad weggezogen. Jetzt haben wir den Stuhl wieder hingestellt, dass uns der Rahmen nicht nach hinten bzw. hier vorne hochgeht, dass er nicht nach hinten kippt. Hat man vielleicht gesehen, war ein ganz schöner Akt mit dem Bremshebel, aber hat dann doch ganz gut geklappt, weil wir haben dann das Vorderrad langsam nach vorne gelassen mit dem Fuß, haben wir das dann gemacht, haben uns in Schritten vorgearbeitet, Rahmen ist nach hinten gekippt, parallel dazu und wie gesagt das Vorderrad nach vorne gelassen und dadurch konnte man die Gabel recht problemfrei rausbekommen. Das hier sind Lagerschalen, sieht man ein bisschen verschlissen, werden ausgetauscht, die werden wir nachher rausmachen, das wird hier die spannendste Aufgabe sein. Und jetzt mache ich das gleiche, was ich oben gemacht habe mit dem unteren Lager, das heißt den Kunststoffring rausnehmen und dann das Lager entfernen. So, wir versuchen jetzt hier gerade den Gabelkonus abzuziehen. Ist gar nicht so einfach, an der Gabel sind zwei Schlitze, wo man eigentlich mit dem Schraubendreher rein kann, hat man aber keinen Erfolg mit. Am besten nimmt man sich ein altes Messer, schlägt ein paar Mal drunter, muss dann treffen, dann macht man auch die Gabel oder so nicht kaputt, dann hebt sich das schon leicht ab und dann haben wir jetzt hier so einen Gabelkonusabzieher. Wenn der Schlitz dann mit dem Messer groß genug ist, kann man drunter gehen und das Ganze hochheben. Das ist wie gesagt eine Fläche, wo die Lager nachher drauf laufen. Das muss aber auch getauscht werden. Und hier unten die Gabel ist überhaupt, wird überhaupt nicht beschädigt, also da läuft alles gut. Ja, dann machen wir jetzt mal weiter. Ich glaube, wir können das Teil auch jetzt schon abnehmen. Wir haben jetzt schon, würde ich sagen, schon fast einen halben Zentimeter das Teil hochbekommen. Vielleicht ein Viertel Zentimeter. Ja, dann machen wir jetzt mal weiter. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt irgendwas sieht. Da sieht man das Teil. Liegt an. Und darunter ist alles in Ordnung. Alles heile. Und hier oben, das wird ja sowieso ausgetauscht. Sieht aber auch noch gut aus, dann machen wir jetzt mal weiter. So, der Gabelkonus ging zwar sauber runter, die Gabel hat es überlebt, alles gut, keine Kratzer. Die Fläche ist noch ganz gerade, also mit der Gabel ist nichts passiert. Als wir allerdings unser Spannwerkzeug abgeschraubt haben, ist der Ring sofort gebrochen. Also als der Druck dann weg war, ist er gebrochen, direkt in der Mitte. Ja, schlechte Neuigkeiten, der ist nicht mehr wieder zu verwenden. Gute Neuigkeiten, wir haben ja den neuen Ring und der passt drauf, also alles gut. Wenn jetzt der Steuersatz reinpasst, dann
läuft das. Man kann hier auch nochmal die Gabel zeigen. Oder oben sieht man es, hier ist nur leicht die Farbe, aber weil hier ist ja eine Schrift drauf. Und diese Schrift kann man immer noch lesen. Also hier ist nicht, ich fasse auch mal mit dem Finger drüber, hier ist nichts abgeschliffen oder so. Alles gut, nur ein bisschen die Farbe ab. Das ist alles in Ordnung. Das ist positiv, keine Kratzer, kein gar nichts. Noch ein negativer Punkt. Dieses Werkzeug hier, man sieht es, eigentlich, da hat sich, ich würde gar nicht mal sagen, dass ich das Material hochgeschoben habe. Für mich sieht das eher aus, als wäre das die Legierung bzw. die Oberflächenbeschichtung oder sowas. Naja, weil es ist auch vorne noch scharf. Ist auch vorne noch scharf. Ja, keine Ahnung, nicht so hochwertig. So, wir wollen jetzt hier die untere Lara-Schale zuerst rausschlagen. Dafür gibt es so ein Spezialwerkzeug, ist so ein Federstahl. Damit muss man dann immer im Kreis das Lager gleichmäßig rausschlagen. Ist sehr spannend, habe ich noch nie gemacht. Wir klopfen auch erstmal vorsichtig. So, hier sehen wir jetzt die Lagerschale. Ja, halt reingepresst. Man arbeitet sich hier wirklich ab. So, da hat das Teil mal eben Abflug in den Himmel gemacht. Hier sieht man auch, das ist schön abgeflacht, dass man das auch besser reinkriegt. Das war ja unten nicht der Fall. Alles problemlos, Rahmen unbeschädigt, das ist das Wichtigste. Ja, gewisse Verluste wie den alten Gabelkronen, das muss man natürlich hinnehmen. Aber kommt ja jetzt ein neuer rein. Alles gut. Insgesamt sehr zufrieden bisher. So, wir haben den neuen Gabelkronen montiert, hier auch mit einer schönen Dichtung dran. Alles super, haben wir mit so einem dicken Rohr da hinten, was da hinten im Hintergrund noch liegt, dort haben wir aufgeschlagen. Vorsichtig, lief alles problemlos, kontrolliere ich nachher, bevor wir die Gabel reinsetzen, nochmal auf den korrekten Sitz. Haben wir mit ein bisschen Montagefett montiert, dass man das leicht wieder losbekommt und dass es ein bisschen leichter drauf geht. Wir werden jetzt auch die Lara-Schalen am Rahmen mit Montagefett montieren und die werden dann mit einem speziellen Werkzeug von Arcross draufgepresst, denn wir haben ja oben diese Begrenzung, da ist eben nicht flach wie vorher, sondern ist halt eine Ausbuchtung nach oben. Zeigen wir euch dann jetzt gleich. So, wir haben jetzt ja gerade im Video gesehen, dass ich erst die untere Lara-Schale eingepresst habe. Denn wenn man beides gleichzeitig macht, ist es sehr schwierig, weil die sich dann verkanten könnten. Die untere Lara-Schale habe ich jetzt eingepresst und bei der oberen müssen wir, wie gesagt, darauf achten, dass die gerade ist. Also nicht nur gerade, sondern auch richtig ausgerichtet ist. Hier sieht man die Lara-Schale, da ist so eine Nut dran, die muss nach vorne zeigen, ein bisschen eingefettet. Und dann sollte das laufen. Das ist eine sehr spannende Arbeit, kann man viel verlieren, aber auch viel gewinnen. Oh, wirklich, muss ein bisschen Fett drauf, dass das, hoffe ich, dann drauf gleitet. Jetzt ist natürlich noch die Schwierigkeit, dass das genau mittig sein muss. Die Achse haben wir auch eingefettet, dass hier nicht so viel Abrieb entsteht. Ich habe gerade schon leichte Späne gesehen, deswegen fetten wir die mal ein. Unten ja alles schon richtig sitzt, denke ich mal, haben wir unten gar keine Probleme, da ist jetzt alles stabil. Wir können uns jetzt hier auf die obere Lagereinheit konzentrieren.
So, und damit kommen wir zum Fazit des Steuersatzes. Wir sehen hier den eingebauten Arcross Blocklock-Steuersatz an unserem schönen Stevens E-Bike. Und jetzt können wir mal den Lenkeinschlag testen. So, das ist der rechte Einschlag. Ich hoffe, man sieht das. Und dann nochmal, der linke Einschlag ist so. Das sind jetzt fast 180 Grad. Es stand in der Beschreibung, dass es 135 Grad sein sollten. Finde ich etwas merkwürdig, weil man sieht, das ist schon sehr, sehr viel. Also das ist fast 180 Grad, in die man das hier einschlagen kann. Da drin sind so Gummikügelchen, vielleicht hier in diesem Teil. Vielleicht kann man da noch ein paar mehr Gummikügelchen reinpacken, um die Schiene zu verkürzen, dass der Anschlag dann nicht so weit ist. Aber das ist ja nur nebensächlich, ist auf jeden Fall ein Anschlag drin. Ist eine nette Funktion. Wichtig ist aber, dass die Lager oben und unten erneuert haben, dass da jetzt geschlossene, doppelt gedichtete, hochwertige Lager drin sind. Die lassen sich auch sehr leicht drehen. Das ist jetzt nur der Reifen, der ein bisschen Widerstand macht, lässt sich sehr leicht drehen und knarzt nicht, macht keine Geräusche. Wasser ist auch nicht eingedrungen, das Fahrrad stand auch schon ein bisschen im Regen, da wurde schon etwas nass. Alles gut, keine Knarzgeräusche, alles super damit. Wie gesagt, einzige Kritik, das sind keine 135 Grad, wie es angegeben war. Das sind meiner Meinung nach fast 90 Grad. Also das werden so 160 Grad Lenkeinschlag sein oder 150. Ihr seht schon, wir haben uns da sehr viel Mühe mitgegeben, den einzupressen, den Steuersatz und einzubauen. Ist auch sehr ordentlich geworden. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Fährt sich wunderbar, sieht auch gut aus, muss man ja auch mal sagen. Der Spiegel ist jetzt hier wieder heile. Und ja, ihr seht, das ist ein E-Bike mit einem Bosch-Motor. Wir haben natürlich auch schon viele spannende Bosch-Videos gemacht. Die findet ihr hier im Abspann einmal verlinkt. Zum Beispiel das mit dem Lagerschutz von Bosch an dem Generation 3-Motor. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.